Heyo Leute, Cremix hier, was geht ab, Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf die 10 verwöhntesten Kinder der Welt reagieren. Ich würde sagen, wir starten mal rein in 3, 2, 1. Lass ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Du kennst sicher jemanden aus deiner Freundesgruppe oder deiner Klasse, der immer die neuesten Spiele oder die teuersten Klamotten hat. Und vielleicht bist du insgeheim selbst ein bisschen eifersüchtig, aber du lernst viel. Es gibt immer dieses Dinge, eine Rich Kid in der Klasse, wenn du erwachsen wirst. Heute werde ich dir 10 Kinder zeigen, die wirklich verwöhnt sind. Vom Sohn von Donald Trump bis zu einem Mädchen, das die Farbe des Lamborghini nicht mochte. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Let's go, Leute. Audrey ist eine der ursprünglich verwöhnten Kinder, die Audrey damals Lexus. In einer Reality-Serie auf M... Hat sie was mit der Automarke Lexus zu tun? ...TV namens My Super Sweet 16. Oh, das war auch so eine nice Serie damals. Diese Serie zeigt große Partys für Teenager, die gerade 16 geworden sind und ihren Geburtstag feiern. Die waren immer so ultra-rich Kids. Audrey wurde berühmt, als sie einen super teuren, brandneuen Lexus bekam. Anscheinend gab ihre Mutter das Geschenk zu früh, denn Audrey beschwerte sich, dass es nicht das richtige Auto war, das sie wollte. Sie stürmte aus der Party und schrie, dass es nicht das Auto sei, das sie wollte. Erstmal heulen, weil man nicht das richtige Auto bekommen hat. Alter. Sie schickte alle Gäste nach Hause und ihr Geburtstag wurde abgesagt. So ein verwöhntes Scheißkind, Digga. Nummer 9. In diesem Video sehen wir ein etwa 10-jähriges Mädchen, das mit 4 Laptops auf dem Bett sitzt. Warum? In dem Video bittet sie um Spenden, weil sie eines ihrer MacBooks kaputt gemacht hat, da sie nicht das Telefon bekommen hat, das sie wollte. Ihre Mutter gab ihr dann ein Galaxy S6, während sie ausdrücklich um ein Galaxy S6 Edge gebeten hatte. Als sie das Geschenk öffnete und das Telefon sah, wurde sie so wütend, dass sie eines ihrer MacBooks zertrümmerte. In dem Video erzählt sie, dass ihre Familie nicht genug Geld hatte, um ein weiteres MacBook zu bezahlen, da sie immer noch ihre Arztrechnungen bezahlen mussten, da sie sich den Fuß gebrochen hatte, als sie ihr MacBook demolierte. Hä? Und oh ja, der Grund, warum sie 4 MacBooks hat, ist, weil eines zum Versenden von Nachrichten benutzt wird, ein anderes zum Blockieren von Nachrichten, eines zum Beantworten von Nachrichten und das vierte ist besonders, weil es eine pinke Tastatur hat. Das ist doch ein Prank, Digga. Das kann doch nicht... Nummer 8. Das kann doch nicht Jay-Z ist ein amerikanischer Rapper, Musikproduzent und einer der erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler. Und seine Frau Beyoncé ist eine der berühmtesten R&B-Sängerinnen aller... Jay-Z und Beyoncé haben sich doch diesen krassen Rolls-Royce jetzt gezogen. Zeiten. Habt ihr das also kann man natürlich erwarten, dass ihr Baby verwöhnt wird. Als Blue Ivy erst ein paar Tage alt war, hatte sie bereits über 1,5 Millionen Dollar an Geschenken erhalten. Sie hatte teure Schuhe und eine nagelneue Wiege und als sie 2 Jahre alt war, zahlte Jay-Z 75.000 Dollar für ein arabisches Pferd, auf dem sie nicht mal reiten konnte. Beyoncé und Jay-Z sorgten auch dafür, dass ihre Tochter einen persönlichen Stylisten hatte und sie stellten einen Personal Shopper ein, aber das ist noch nicht alles. Sie hat auch einen persönlichen Koch, ihre eigene Sportkleidungslinie und trägt regelmäßig Kleider, die 6.000 Dollar wert sind. Welcher 6-Jährige hat das schon? Blue Ivy geht auch zu allen möglichen Veranstaltungen und trägt teurere Kleidung als ihre Eltern. Nach mehreren Artikeln, die ich gefunden habe, zeigt sie bereits Anzeichen einer echten kleinen Diva. Ja gut, Nummer ne? Wenn die Eltern halt so ultra reich sind, dann halt kriegt das Kind natürlich auch schöne Sachen. Ne? 7. Sherilyn Fudge war damals ein 18-jähriges Mädchen, das in die Dr. Phil Show kam, weil sie über 130.000 Dollar vom Geld ihrer Mutter ausgegeben hatte. Zum Beispiel für Kleidung, Make-up, Autos und teures Essen. Sie hat 17 Kreditkarten und hat ihr Limit für alle Karten ausgegeben. Bei einigen Kreditkarten ist sie sogar überzogen, um genau zu sein 25.300 Dollar. Sherilyn sagte, dass es sie glücklich macht, dass sie alles kaufen kann, was sie will. Als ihr das Geld ausging, stahl sie sogar Schmuck, der ihrer Mutter sehr lieb war und verkaufte ihn für mehrere hundert Dollar. Außerdem fährt sie einen nagelneuen BMW. Sie war glücklich damit, aber sie hätte lieber einen Mercedes gefahren. Aber das ist nicht alles. Man sagt, es sei die Schuld ihrer Mutter, dass sie nichts tun musste, als sie aufwuchs. Als einer der Angestellten von Dr. Phil fragt, ob sie es zu schätzen weiß, dass ihre Mutter so viel für sie geopfert hat, antwortet sie lächelnd mit Nein. Das ist halt das Ding, ne? Wenn man Kinder so verwöhnt, die wissen das eh nicht zu schätzen, ne? Nummer 6. Sind die Eltern halt auch aus selbst schuld, ne? Wenn man halt sein Kind nicht erziehen kann, ist halt, was soll ich dazu sagen? 6. Jeder hat schon mal Streit mit seinen Eltern gehabt. Aber seine Eltern zu verklagen, ist eine ganz andere Geschichte. Ein Teenager aus New Jersey in den USA hat das getan. Die 18-jährige Rachel Canning konnte es nicht zu schätzen wissen, dass ihre Eltern ihren teuren Lebensstil aufgegeben hatten. Sie lebte mit ihrem Freund zusammen, weil sie nicht mehr zu Hause wohnen und nach den Regeln ihrer Eltern leben wollte. Aber sie wollte immer noch 650 Dollar pro Woche von ihnen bekommen. Sie behauptet auch, dass ihre Eltern ihre Essstörung verursacht hätten. Sie beschwerte sich beim Richter, dass ihre Eltern nicht für ihre Schule zahlen wollten.
Der Richter entschied schließlich, dass die Eltern kein Schulgeld zahlen mussten und das Mädchen einfach wieder zu Hause wohnt. Leider konnte ich nicht herausfinden, was mit dieser Geschichte passiert ist, aber hoffen wir, dass sie gut ausgegangen ist. Erstmal die Eltern verklagen, was? Nummer 5. Auf ganz gottlos. Donald Trump hat, wie er selbst immer sagt, Milliarden von Dollar und vieles davon spiegelt sich im Lebensstil seines jetzt 12-jährigen Sohnes Barron Trump wider. Viele Kinder wären natürlich froh, ein eigenes Zimmer zu haben, aber Barron hat seine eigene Etage in den Trump Towers. Das Innere sieht ziemlich speziell aus. Der kleine Junge darf an den Wänden zeichnen und hat überall Spielzeugflugzeuge und Spielzeughubschrauber. Nur das Bett darf er nicht berühren, da seine Mutter Melania möchte, dass das Bett sauber und weiß bleibt. Barron trägt auch nicht gerne Jogginghosen. Er zieht es vor, einen Anzug mit Krawatte zu tragen, genauso wie sein Vater. Melania isst auch gerne Kaviar mit ihrem Sohn und cremt ihn ein mit der Feuchtigkeitscreme ihrer eigenen Marke. Außerdem geht Barron auf eine teure Privatschule, die 40.000 Dollar im Jahr kostet. Nummer 4. Was sind 40.000, wenn du Milliardär bist? Ne? Das juckt den wahrscheinlich relativ wenig. In diesem Video sehen wir ein Mädchen namens Jasmine, die einen Lamborghini zu ihrem 16. Geburtstag haben wollte. Was? Genauer gesagt einen Lamborghini Aventador, der etwa 400.000 bis 500.000 US-Dollar kostet. Was? Als ihr Vater sie am Morgen überraschte, zeigte sie nicht allzu viel Enthusiasmus. Hey Jazzy. Do you have a second? Als sie hinausgehen, sagt das Mädchen, was ist das? Das ist nicht mein Auto und es hat nicht mal die richtige Farbe. Ich wollte ein weißes. What? What is that? What's, it's your car. No, it's not. And I wanted it white. Ach, das ist doch ihr ein Vater Prank, bringt Digga. Das ist ja auch ein Lamborghini Countach war das ja. Das Video ist gefaked, 100%, weil dieser Lamborghini Countach ist rein vom Sammlerwert her höher als so ein Aventador. Und deswegen, also es macht gar keinen Sinn. Dazu, sich ins Auto zu setzen. Aber dann sagt sie, dass sie kein Auto möchte, das aus der Dinosaurierzeit kommt. Der Vater bleibt ganz cool und sagt, dass er das Auto zurückgeben und stattdessen einen Audi R8 kaufen wird. Aber nicht mal das wollte sie. Wenn dieses Video echt ist, ist dies wahrscheinlich eines der verwöhntesten und undankbarsten Kinder, die ich je gesehen habe. Nummer 3. Wie jeder weiß, sind königliche Familien auf der ganzen Welt sehr reich und besonders die Kinder werden mit dem besten Leben verwöhnt. Zum Beispiel ist das erste Kind des britischen Prinz William und Catherine Middleton sehr verwöhnt. Im Alter von 3 Jahren hat es bereits mehr Luxus gesehen als ein durchschnittlicher Mensch in seinem ganzen Leben. Als er geboren wurde, wollten alle Marken auf der ganzen Welt dem Neugeborenen etwas geben. Es gab sogar eine Firma, die einen speziell für Kinder gefertigten Nagelknipser für 1 Million Dollar verschenkte. Nagelknipser hatte 18 Karat Gold Warum? Und 350 Diamanten. Warum? Prinz George, wie das Baby genannt wird, wird in ferner Zukunft den Thron seines Vaters übernehmen und schließlich König von England werden. Trotz der Tatsache, dass der Junge in Reichtum geboren wurde, versuchen die Eltern das Kind nicht zu verwöhnen. Aber das scheint mir schwierig zu sein, denn er hatte zum Beispiel einen Schäferhund im Wert von 18.000 Dollar. Ja gut, wenn Nummer Geld halt zwei. Keine Rolex spielt. Toddlers Rolex and Tiaras war eine amerikanische Reality-Fernsehserie, die von 2008 bis 2016 auf TLC ausgestrahlt wurde. In dieser Show ging es darum, Kinder zu verkleiden und sie zum Beispiel in Prinzessinnen zu verwandeln. Aufgrund von vielen Kontroversen wurde die Serie aber 2016 eingestellt. In einer der Episoden wird ein 8-jähriges Mädchen namens Brenna interviewt, bevor sie auf die Bühne kommt. Auf die Frage, ob sie denken, dass sie schön aussieht, antwortet sie mit dieser Antwort. Yes, I am beautiful. She's thinking I'm not beautiful. Oh nein. And I am always beautiful. Dann rennt sie weinend weg, während sie dem Fernsehteam sagt, dass sie sie in Ruhe lassen sollen. Das tut mir aber leid, dass... Es tut mir leid, dass die Kleine schon so sagt, dass ihre Mom nicht denkt, dass sie hübsch ist. Nummer 1. Chase McKenna ist ein 12-jähriges Mädchen, das in einer Show namens The 12-Year-Old Shopaholic and Other Big Spending Kids auftrat. Big Spending Kids. Nach Meinung vieler Leute ist sie das verwöhnteste Kind auf der Welt. Ihre Eltern Ellen und Kelly haben alles gekauft, was man mit Geld kaufen kann. Von einem Pony, das 2000 US-Dollar kostete, bis hin zu einer ganzen Designer-Garderobe von Ralph Lauren und Gucci. Die Familie war kaum in der Lage, sich Essen für sich selbst zu kaufen, denn das ganze Geld wurde für das Pony ausgegeben. Außerdem hätten sie noch offene Rechnungen zu bezahlen, alles dank der Forderungen ihrer Tochter. Laut Chase ist es schwierig, sie nicht zu belohnen, denn sie war immer ein gutes Kind. Sie bekam sogar eine 4.000-Dollar-Tasche im Alter von 12 Jahren. Ehrlich gesagt habe ich ziemlich Mitleid mit den Eltern, die anscheinend all ihre Ersparnisse für das Kind ausgeben.
Bist du ein verwöhntes Kind? Da ist man ja selbst schuld. Sachen von deinen Eltern? Hä? Lass es mich in den Kommentaren. Digga, manche Leute sind halt aber auch einfach Real Talk lost, Digga. Also bei mir wäre es so selbst egal, wie reich ich bin so. Ich würde meine Kinder nicht so verwöhnen, so auf keinen Fall. Du weißt, wenn ich mal einen Sohn habe, der muss so selbst wissen, wie es ist zu hustlen. So. Der muss hungrig sein. Versteht ihr, wie ich meine? So, der muss selbst was reißen. Tochter würde ich ein bisschen mehr verwöhnen. So, Tochter wäre so kleine Prinzessin. So. Aber auf jeden Fall nicht so. Alter, was ist das denn? Wie gesagt, man sieht's ja. Die wissen das eh nicht zu schätzen, die Kinder. Wenn man die zu sehr von Anfang an verwöhnt, die wissen das eh nicht zu schätzen. Man gewöhnt sich an alles, ja. Egal, Leute, das soll's gewesen sein. Verwöhnt nicht eure Kinder zu viel. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann, haut rein, Leute. Euer Crymix.